So, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Camp Blindford. Heute geht's weiter zum Thema Schwalbe. Wir bauen unsere Schwalbe weiter und ja, es sind ganz viele Teile von dem Sandstrahlen zurückgekommen und die Teile sehen echt gut aus. Die sehen aus wie neu, wirklich. Und ich freue mich wirklich sehr auf die Schwalbe. Guck mal, das sieht aus wie neu, ne? Guck mal, die Schweißnähte und alles. Guck mal, sehr schön. Schön alles gepulvert. Ja. Was haben wir dafür bezahlt jetzt? Ungefähr? Komplette Sandstrahlen mit Pulvern 400 Euro. 400 Euro, also. Wir machen in dem Video ungefähr eine Kostenaufstellung, was so ein Umbau von der Schwalbe kostet. Ja, weil viele denken, okay, das kann man so machen oder viele denken, das ist günstig, viele denken, das ist teuer und so weiter. Ja? Ich habe einen Shop gefunden hier bei Instagram und zwar AKF Shop. Oh. Also verpackt ist das schon mal gut. Ja. Viele. Ah, ein bisschen zu dick hier. Oh, Aufkleber sind schon mal dabei. Willst du? Können wir nachher draufkleben, wenn die fertig ist. Ja. Sehr nett. Guck mal, wie schnell das gekommen ist alles. Ne? Wir haben das bestellt, wann? Letzte Woche? Letzte Woche. Und schon alles da. Oder das meiste, ich glaube, alles ist nicht, oder? Genau, 3-4 Teile waren nicht lieferbar aktuell. Den Rest schicken die nach. Schläuche, Dichtung. Genau. Kerzen, nicht Kerzen, alles möglich. Also alles, was das Herz begehrt. Wow, wow, wow. Achtung. Geil, oder? Also gebürstet. Ich freue mich wirklich sehr. Ich bin gespannt, wie die fertig ist und ich die erste Runde fahren darf. Ich brauche einen Helm noch. So ein richtiges DDR-Helm. Sehr schön. Ja, wie gesagt, ich habe einen AKF-Shop bei Instagram gefunden und ja, die haben uns so ein bisschen unterstützt. Auch Teile, ein bisschen beraten und so weiter. Also die machen nicht nur einfach verkaufen, sondern auch eine kleine Beratung haben die uns gemacht. Ne? Ja, jo. Was man am besten alles neu macht. Und echt krass, nette Jungs. Ja. Ja, sehr nett. Die wissen auf jeden Fall, was sie tun. Ehrlich, also ich bin echt krass. Seitdem folge ich dem bei Instagram. Vielleicht können wir jetzt gleich den Link oder sowas einblenden. Ja. Können wir was machen? Ja, so, klar. Dafür sind nette Bahn, machen wir für euch. Können wir einblenden. Ja, die haben sehr schönen Auftritt auch bei Instagram, finde ich. Wir haben überlegt, ja, in dem ersten Video, ob wir die Sachen nicht in Carbon machen sollen. Aber dann haben uns auch viele angeschrieben und so weiter, auch kommentiert, dass das Carbon für das Schwalbe zu modern wird. Und ihr habt recht. Ja, ich bin manchmal so ein bisschen hyperaktiv, habe viel mehr gesagt, als man so erstmal sich ein paar Gedanken machen sollte, ja, welches Baujahr und so weiter und so weiter. Und dann können wir gucken, was aus der Zeit ungefähr war. So ein bisschen modern geht, aber ich sag mal Carbon, ich glaube, das wird nicht so passen dazu, ne? Ja. Er schüttelt den Kopf, macht. auf jeden Fall, ja, was wollte ich noch sagen? Machen wir alles so ein kleines Einbauvideo, wie wir das einbauen, ne? Entschuldigung, wie Norm das einbaut. Mir fehlt manchmal die Zeit dafür. Ich hätte wirklich richtig Bock darauf, das alles jetzt zusammenzubauen. Aber ich kann nicht nur die Videos hier drehen für euch, sondern auch etwas den Laden auf Trab halten. Ja? Das Gute ist, irgendwie, ob wir eine Schwalbe machen oder ein Ferrari oder ein Golf 2. Ne? Irgendwie kommt das immer so gut an, oder? Ja weil es alles coole Projekte sind, ne? Ja gut, für eine Schwalbe, die Jugend von heute kennt das glaube ich nicht so. Glaube ich.
Ich schon, ich bin da voll begeistert davon. Ne? Gut, ist ja aus meiner Zeit, wie gesagt. Ne? Ich komme ja so ein bisschen DDR-Zeit. Sehr, 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 sehr schön. Hast du auch die ganzen Logos und alles bestellt? Hm? Bis auf das eine. Das war noch im sehr guten Zustand, da würde ich sagen, nehmen wir das originale Logo. Manchmal ist das besser, das Originale zu behalten. Welche Farbe wir uns ausgesucht haben, das verraten wir noch nicht. Ne? Erst wenn die von Lackierer kommen. Auf jeden Fall. Warte, ich komme gleich. Tada, da bin ich wieder. Und zwar. Nein, nicht so nah. Sonst kann man das lesen, was das für eine Farbe ist. Geh mal weg. Von der Firma Starpaint haben wir uns Lack besorgt. Und zwar welchen Lack? Lass dich überraschen. Es wird grün. Nein. Es wird schön. Und der Norm baut auch eine Schwalbe. Und wir bauen die farblich, glaube ich, beide gleich, oder? Oder hast du dich umentschieden? Nö. Die Jugend von heute. Schauen wir mal. Ja, Teile zum Lackierer. Ja. Warten wir noch auf die paar Teile, die noch kommen müssen von AKF Shop. Und dann, ja, einen Lackierer darf man nie Stress machen. Macht man einem Lackierer einen Stress, dann ist das Orangenhaut, das ist nicht der richtige Farbton, ist keine Liebe. Kurze Pause für heute und dann gehen wir Gas, wenn die Teile da sind. Würde ich mal vorschlagen. So, weiter geht's. Komm ein bisschen näher. Ich zeige euch was. Das Projekt Schwalbe hat sich so ein bisschen verzögert bei uns, weil es gibt ganz viele Faktoren, die das, ja, die Geschichte verzögern. Zum Beispiel sowas. Ja, wir haben den Gepäckträger abgemacht und dann sieht das so aus. Ja, wir haben das, die Teile vom Sandstrahl zurückbekommen, aber die sind nicht gut. Die sind gut sandgestrahlt, aber vom Zustand her, schau mal hier, zum Beispiel so Beulen und so weiter, ne? Das muss man wirklich alles, guck mal hier, wie das aussieht, da das zwar alles schön, oje, alles schön gesandstrahlt, ja, aber da gibt es ganz viele Beulen und Ecken und Kanten. Danach kommt halt immer die Wahrheit raus, ne? Genau, nach dem Sandstrahl weiß man wirklich, wie der Zustand von dem Apparat war, ja? Auch hier zum Beispiel, ne? Was die Lackierer, ganz bei Schwalbe vor allem ganz große Fehler machen. Bei der Schwalbe von meinem Sohn haben wir das auch gemacht. Die Schwalbe hier, das, wie nennt man das Teil? Knieblech. Knieblech, ja genau, Knieblech. Das muss man von beiden Seiten picobello lackieren. Ja, nicht nur von einer Seite. Weil, wenn das so eingebaut ist, also sieht man die Seite und die Seite. Und beides ist verbeult. Ja, gefällt mir nicht. Nicht so wirklich. Tja, dann ist da auch nichts mit Spachteln, ne? Ja, dann haben wir. Die Farbe kommt. Okay. So, ganz kurz. Auf jeden Fall haben wir von der Firma Starpaint schönen Lack bekommen. Bordeaux. Also, das ist eigentlich Black Red Chrome, heißt die Farbe. Und ja, ich bin selber gespannt. Eigentlich habe ich die Farbe für meinen Mustang bekommen, für den alten, aber da wir damals schnell fertig sein mussten, ja, da war nicht viel Zeit, kam der Lack wirklich 2 Tage später und ja, wir haben das schon lackiert in dem Farbton, was wir auf der Messe präsentiert haben. Deswegen finde ich viel zu schade, deswegen müssen wir es jetzt benutzen und die Schwalbe von uns wird komplett in Black Red Chrome sein. Guck mal her, guck mal jetzt hier. Guck mal hier. Oh. Guck mal hier, kann man sehen? Mhm. Oh je. Also wenn wir das so lackieren, das wird viel zu schade. Ja, so ein teurer Lack. Ja, so ein teurer Lack und dann sieht das so aus am Ende. Ich habe bei den Fahrten, die ich gemacht habe, da war so ein Kickstarter und ich habe dem. Nein, das sagt man nicht so. Ich habe den kaputt gemacht. Ja.
leider. Wenn der andere kaputt macht, muss der andere leiden. Ja, genau so. Wir haben jetzt ein paar Projekte auf einmal. Ja, also da ist, jetzt hätte ich einen Namen gesagt, was ich nicht sagen darf. Auf jeden Fall den Golf 2 von JP, Audi Coupé, ja, haben wir auch noch. Und dann haben wir noch den Hyundai i30N. Der Kona, da sind wir noch dran, ob wir das machen sollen oder nicht. A6. Den A6 von Norm. Dann bauen wir auf RS6 Optik. Das machen wir auch. Und natürlich, wir haben auch noch ganz viele Projekte mit dem Robert Geiss. Deswegen ist das so eine große Kugel. Und so kommt die Verzögerung. Ja? Eigentlich nicht geplant, heißt das. Ja? Bei Robert heißt das immer Planänderung. Wenn er das sagt, heißt das, oh je. ja, also es wird nie langweilig bei uns, das merkt ihr. Jo. Ja, aufladen. Was? Aufladen und weg damit. Aufladen, weg damit. Und ja. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt hier als Kommentar oder schreibt uns Kommentar. Liked uns, teilt uns, was auch immer, wie auch immer. Ich würde mich freuen oder wir würden uns freuen. Ja, auf jeden Fall bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Ciao.